Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zur nächsten Runde Factorio, dem Game, was süchtig macht, zusammen mit Isra. Grüße dich. Fun Fact, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ja. Ich habe unter dem Monitor, ja, also ich habe hier einen, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe zwei Monitore übereinander. Unten läuft das Hauptspiel, direkt darüber ist das Aufnahmeprogramm. Da läuft unten in der rechts ein kleiner Timer hoch, ja, der zeigt, wie lange ich aufnehme. Ich gucke da nur nicht drauf. Hätte Istra jetzt gerade eben nichts gesagt, wären wir bestimmt so bei 2 Stunden rausgekommen. Ups. Fühle ich. Es macht halt so viel Spaß, dieses Spiel. Es macht halt so viel Laune. Ja. Yep. Es ist gefährlich. Sagen wir es, wie es ist. Es ist einfach gefährlich. So, ich baue uns mal eine Montagemaschine. Ja, ich baue uns... Was haben wir denn jetzt? Wir haben ein neues Gebäude? Nee, zum Glück nicht. Alle machen wir jetzt nicht schwach. Nicht auch ein neues Gebäude. Das reicht, dass wir jetzt hier mit Leuten zugekackert werden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was überhaupt noch Phase ist, weißt du? Oh nein. Natürlich kann man das da drinnen herstellen. Wie soll es auch anders sein? So, Freunde, wir reißen hier einmal ein bisschen ab, ja? Ja, ich bin gerade so ein bisschen in Abrisslaune. Wir machen ein bisschen Abrissparty. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ihr habt ansonsten eh keine Alternative. Das heißt, hier sammle ich jetzt das nächste Gebäude hin. Ich muss hier so viel umstrukturieren, Digga. Ich muss hier so viel umstrukturieren. Ah, komm, das macht rein gar nichts, weil ich kümmere mich jetzt um die Eisenproduktion. Das geht mir da alles einfach viel zu langsam. Das ist vollkommen fein. Pass auf, dann kümmere du dich um die Eisenproduktion und ich spiele hier mit den Zivilisten rum. Tu so, als weiß ich, was ich hier tue. Also ich weiß nicht, was ich hier tue, aber ich tue so, als tue ich's. Und ich breche mal die Forschung ab und gehe mal zur nächsten. So, in der Montagemaschine stellen wir jetzt Essen für die Leute her. Vielleicht werden sie ein bisschen produktiver und das geht noch schneller. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Dann ist das nächste Ding, wir können ja schon mal ein bisschen Futter reinschmeißen. Einmal das und einmal das. Ja, sie fangen natürlich instant an, ne? Also das ist klar. Hab mal einen Förderband für mich, danke. So, hier, das kann dann damit rein. Dann brauche ich einen Greifarm von da, dann brauche ich einen Greifarm von da, dann brauchen wir noch ein paar Röhrchen. Ey, das braucht so viel Zeug, ne? Aber es triggert halt so. Nase juckt. Das ist... Oh, ich habe die falschen gebaut, Digga. Nein, hör auf. Aber macht nichts, wir bauen ja gleich das Richtige dann hinterher. Ay, caramba. Wir müssen hier noch auswählen, was wir machen wollen. Hier hätte ich ganz gerne dieses Agrakulturika. Da schmeißen wir ein bisschen Stein per Hand rein, das ist egal. Und... Ist das dann Secondhand? Was denn? Ich hätte gerne Secondhand? Ja, ist das dann Secondhand? Mit Sicherheit. Und hier lümmeln wir dann auch nochmal einen hin. Du Lümmel. Du kleiner Lümmel, du. Und hier klatschen wir tatsächlich die mit rein. Und wir brauchen noch eine. Oh, das ist der falsche. Ich möchte keinen großen. Ein einfacher reicht. Danke. Weil der versorgt uns jetzt da auch nochmal mit dem Zeug. Und da sind wir bitte. Wir brauchen auch noch Wasser, ne? Apropos Wasser, wir müssen den Wasserdruck erhöhen. Der kommt hier gleich nicht mehr hinterher. Der ist gleich sowas von überfordert. Safe. Hell's Bells. Was, er Pilz? Hell's Bells. Hell's Bells. Hell's Bells. Wir brauchen mehr Bells. Bells. Ja. Sehr schön. Okay, Wasser ist da. Wir brauchen wieder mehr Steine. Oh Gott, ich renne mal nach unten. Oh, das war dumm.
Ich habe eventuell gerade den gesamten Vorrat an Steinen genommen. Tü. Echt? Irrelevant. Schmeiße ich hier oben einfach in die Kiste mit rein, weil dann können wir die von der Kiste aus befeuern. Kiste voll. Können wir sie mit Steinen bewerfen? Geil. Das tut bestimmt auch wie so ein Ziegelstein im Gesicht. Oh, mit Sicherheit also. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es von der Angenehmigkeit her nicht ganz so toll ist. Gut, aber das produzieren wir schon mal. Jugend forscht. So, wir kriegen Consumer Essentials. Was können wir jetzt mit diesen Consumer Essentials machen? Consumer Implements. Was ist das? Ja, bauen wir zwei Stück. Ich schmeiße sie da einfach mal mit rein. Ich weiß nicht, was sie tun, aber wir schmeißen sie mal mit rein. Hören, was brauchen wir denn Quatsch sowieso? Dauert auf jeden Fall ewig in der Produktion. Dann, neue Gebäude. Wir brauchen viel mehr Gebäude. Ach, du ahnst nicht. So, hier ist halt unser Produktionsdingens. Da haben wir dann alles raus. Hier kriegen wir Soldaten. Du produzierst Supplies. Und zwar aus Soldaten und aus Unregulated Supplies. Militär Supplies stellst du hier. Alter, das ist so kompliziert, ne? Hier, normaler Retail Service. Zivilisten. Was tust du? Was bringst du mir? Was ist deine Mission? Was machst du? Also hier gehen auf jeden Fall schon mal ein paar Zivilisten zur Arbeit. Zum Beispiel mal 3 Stück, 4 Stück. Aber was genau ihr jetzt macht, weiß ich auch nicht. Oder kauft ihr ein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, du kannst auf jeden Fall noch ein bisschen was von dem... Leichte Infanterie? Ein Sanitäter? Ein Jäger? Ein Raider? Oh, der fährt mit Panzern und Bomben. Es gibt hier verdammte Helikopter. Ja, und es gibt Hunter, die dir dann Geld von den Aliens einfahren, wenn ich das so richtig verstehe. Leute. Das, also, es ist lustig. Das wird aber heftig. Ich hätte gerne einen Fabrikarbeiter. Wo verbrauchen wir einen? Laborer? Okay, dann machen wir Laborer zuerst, komm. Wir machen nochmal Laborer. Der braucht ein Reparaturkit und einen Zivilisten. Reparaturkit. Dann bauen wir halt nochmal ein Reparaturkit nach. So, ich hoffe, die Energie reicht, die wir haben. Bitteschön, da hast du noch ein Reparaturkit. Jetzt brauchen wir Zivilisten wieder. Ich weiß nicht, wie viel haben wir. Lass mich mal auf den Mast gucken. Also wir haben ein... Ja, wir haben 10,8 Megawatt können wir rausfeuern und wir sind noch nicht mal bei einem MW angekommen. Also da ist alles tutti. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, ich habe auch noch nicht alle angeschlossen. Ich muss gerade noch mal umbauen. Gut, der Zivilist ist in Arbeit und produziert uns jetzt Labora, okay. So, hier haben wir auch ein Labora, jetzt brauchen wir eine Farmer und Lab Assistants. So, ich lasse hier mal 2 Platz zwischen. Und setze die nächsten Gebäude hier hin, dass wir so eine kleine Abgrenzung haben. Erstmal gucken, was macht. So, jetzt brauchen wir einen Farmer. Einen Farmer kriegen wir hier, der braucht einen Labora und Geld. Natürlich braucht ihr Geld. Was denn auch sonst? Ihr braucht Geld. Und dann brauchen wir noch einen Lab Assistant. Der braucht auch einen Laborer und was braucht er? Natürlich Geld. Geld regiert die Welt. Ich habe halt nur noch nicht rausgefunden, wie wir Geld kriegen. Pass auf. Trading. Wir müssen ja irgendwie Geld rankommen. Es gibt vier verschiedene Economy-Ressourcen. Die Münzen haben wir, das ist ja halt unsere Kohle. Supplies can be monetized, also da kriegen wir Geld drüber, wenn wir Supplies haben. Hier sind jetzt voll Demands. Also über Demands generieren wir dann anscheinend, das sind die grün positive Economy. Das heißt, wir brauchen viel Grün, oder was? Wir brauchen grünes Zeug. Okay. Hast du grünes Zeug? Ja, ist nächstes Jahr fertig. Ah, sehr gut.
Also brauchen wir noch ein Haus. Und dann so, say what? So what did she said? Bitte, was hast du? So. Ja. Der kauft Sachen. Braucht vier Civilage und der kauft uns dann Sachen, oder was? So. Jetzt funktioniert das. Geil. Persian goods from local and external markets. Okay. Der verkauft Sachen. Der Retail Service verkauft Sachen. Den wollen wir haben. Wir wollen Geld kriegen. Wir brauchen einen Retail Service. So, der kriegt auch direkt die Kohlen. Das ist gut. Apropos Kohlen. Ich könnte ja mal ein paar mehr Arbeit als zwei Stück reinklatschen, ne? Was haben wir denn da drin, ne? In der Ausgabe? Jo. Wir könnten da mal ein bisschen mehr reinlümmeln. Also braucht es Eisen. Wie gesagt, ich bin gerade dabei. Hier kommt nochmal Kohle rein. Hier mobse ich mir mal schnell die 100 Eisen. Ich habe jetzt erstmal schnell nochmal vier Arbeiter fertig gemacht, die ich in die Kohle reindonner. Damit wir da auf jeden Fall auch genügend Nachschub kriegen. Nicht, dass die nachher hier stehen und sagen, sie streiken. So wie ich 10 bei mir reingeschmissen habe. Ja, immer Rinder. Ach du hast da auch schon. Ja. Oh ja, doch, die leveln, guck mal. Die sind doch schon rot. Was war so rot ist? Ja doch, Level 10, ja, guck doch, Schmelzöfen. Haben schon Level 10, geil. Okay, dann funktioniert das mit dem Leveln auf jeden Fall auch. Ach, das war die Nummer, wo wir eine Mod geändert haben und uns auf einmal die halbe Map gebumst hatten. Ja, genau. Aber ich wollte die unbedingt haben, weil es ist halt insane, wenn die leveln und es immer schneller geht. Natürlich, ich habe gedacht, du stellst dich hin und wolltest uns die XP-Mod reinknallen. Ja, die hatte ich auch oder die habe ich auch drin, aber irgendwie funktioniert es nicht, keine Ahnung. Ja, die war, glaube ich, relativ tricky, Tatsache, mit dem Aktivieren. Und die, irgendwas beißt sich auch immer, du konntest dich alles mit einem zusammenmischen. Aber ja, ganz ehrlich, sei es drum, macht nichts. Dann lieber die Fabriken, weil, ne? Je mehr, desto besser leveln die anderen dann hier auch, nee, ne? Nee, also die von der Mod anscheinend nicht. Herstelltempo 1, hergestellte Produkte. Schade, hätte ich aber gesehen. Wenn die Häuser auch leveln könnten, wäre witzig. Das wäre witzig. Das wäre schon ein bisschen... wäre schon Spielspaß und Spannung, ey. Ich kann da nichts für, ey. Da hat Gox einfach Schuld, ey. Penner. Er hat mich damit angesteckt, ich kann halt nichts machen. Es ist so witzig. Also Konsumgüter stellen wir anscheinend jetzt auch schon her. Das ist... spaßig. Er wollte halt einfach sagen. Gox, Alter, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Oh, schönes Ding. Du hast mich so richtig durchgenommen damit. Das hat mich so dermaßen... Jetzt wollte ich angezündet sagen, was? Das hat mich so dermaßen angesteckt. Ist ja dasselbe im Umkehrschluss. Also, ich... Witzig. Ja, schönes Ding, ey. Darauf auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Marzipan-Dominostein. Da habe ich gerade Lust drauf. Marzipan-Dominostein. Ja. Gönn dir. Ist lecker. Glaube ich. So, dann kommt noch ein bisschen da rein. Geil. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gibt's ja... Dann gibt's hier ja schon mal Nachschubs. Ich mach gerade mal schnelle Greifarme, weil es mir einfach zu lange dauert. So. Ich warte nur, bis es ihm das nicht mehr schnell genug geht und er schon die schnelleren Förderbänder baut. Ja, können wir leider nicht. Oh. Solarenergie! Interessant. Stahlwerkzeuge, da sind sie doch. Hier, Drohnenabbautempo kannst du nochmal mit reinschmeißen, weil du ganz viel Langeweile hast. Ja. What's the plan?
What's the plan, mein Freund? Was ist der Plan? Der Plan ist, ich lasse erstmal das Geld kurz auf dem Konto, damit es sich vermehren kann. Und schmeiße euch dafür im Umkehrschluss hier einfach mal so ganz aus Versehen nochmal 10 davon rein. Let's make it count. Oh, wait. Du kannst normale Sachen von uns verkaufen? Wieso sehe ich da keinen Wert? Also man muss hier sich Tatsache auf jeden Fall ein bisschen durchwühlen, durch das ganze Trading und dem ganzen Zeug. Man kann es echt verkaufen, wo denn? Ich habe hier einen Trader und der sagt, er verkauft Sachen. Ich weiß noch nicht, was er verkauft. Ich habe einen Logistiker. Und da vorne kann man Logistikfilter vorsetzen. Ich habe nur keine Ahnung, was das mit dem Logistik... Ach, weißt du, was das für ein Logistikfilter vielleicht ist, wenn man da Förderbänder oder so einen Scheiß nachher anklemmt? Vielleicht haben die auch eigene Förderbänder und eigene Straßen und so Bums. Das kann sein. Halte ich auf jeden Fall vorsichtshalber nicht für ausgeschlossen. Oder die kaufen sich das an einfach. Möglich ist es. Ich meine, wir können es ja einfach mal ausprobieren. Was kostet denn wenig? Hier Stein. Was machst du, wenn ich eingebe Stein? Nichts. So. Economy, bla bla, Trading. Manual Trading. In the Colony Dashboard. Der Handelsbutton im Colony Dashboard erlaubt es dir, Items zu kaufen oder zu verkaufen? White One? Wo? Keine Ahnung. gib mir mal das Lager. Ist da was Brauchbares drin von euch? Nö, ne? Nö. Natürlich nicht. Ich bin raus. So. Okay, was passiert denn, wenn ich von den Gebäuden hier jetzt auf einmal ein paar mehr baue? Dass wir einen Überschuss davon haben. Ich bin ja nicht neugierig, aber jetzt will ich es wissen. Hier, pass auf. Produzier mir das. So, in dem Moment, wo aus dem Gebäude rausgehen, Fun Fact, an dem Rande fängt das Gebäude an zu arbeiten. Fun Fact. Fun Fact, wenn sie im Weg steht, funktioniert das nicht. Geil. So, okay, also ihr seid am Produzieren. Das heißt, wir müssen gleich dermaßen einen Überschuss an diesen Ressourcen kriegen, weil wir die ja einfach nur aus Holz generieren anscheinend. Kann natürlich auch sein, dass ich uns die Kolonie jetzt einmal kurz zum Mond befördern. Weil das Spiel sagt, nö, so habe ich mir das nicht gedacht. Ich lege deine Kolonisten auf die Bretter. Das wäre witzig. Das wäre wirklich witzig. So, hier bitteschön viel Spaß. Holz. Jetzt komm mal, jetzt nehmen sie auch Kohle. Ist doch fein. Ist doch super. Du hattest schnellere Greifarme, sagtest du. Ne? Schnelle Greifarme, so schnell 2 Stück. Weil dann würde ich eventuell mit ganz viel Lust und Laune nochmal schnell so ein paar von diesen Greenhouses bauen. Was brauchen dafür? Oh, Steine. Wait, Steine haben wir oben. Oh Gott, guck mal, wir haben noch mehr Zivilisten. wir haben jetzt auch Sanitäter, wir haben Raider, wir haben Hunter. Ich versuche Tatsache verzweifelt gerade den Farmer fertig zu machen. Ich glaube, die bauen wir einzeln. Ich glaube, da müssen wir die Münzen für nehmen, müssen sie dann damit füttern. Und dann kaufen wir uns die quasi über Münzen. Das ist so die Befürchtung oder Vermutung, die ich habe. Dann müssen wir jetzt theoretisch einen Farmer kriegen. Und der Farmer müsste dann automatisch hier rüber wackeldackeln, weil hier wird er ja angefordert. So, das ist so. Also die Vermutung, die ich habe, ist folgende. Wir kaufen übers Gebäude. Wir haben eine Grundproduktion. Ja, die brauchen halt ein paar Sachen, die sie zum Leben haben.
Und sie produzieren uns Konsumgüter. Diese Konsumgüter verschachern sie, denn dafür kriegen wir Geld und können uns mit Zivilisten, die da drinnen sind, in diesen Gebäuden andere Zivilisten kaufen, wie Militär, Forschung, Farming und so weiter. Und die rennen dann in die dementsprechenden Gebäude rein und machen da Quatsch. Rennen denn. Okay, interessant. Klingt nach einem Plänchen auf jeden Fall. Alter, Digga, ein Farmer kostet 1.000. Habt ihr Lack gesoffen? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Okay, pass auf, wenn wir Münzen drin haben, dann krieg... Oh, okay. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall 100 in 5 Tagen. Das ist gut. Ich schmeiß das Geld da mal wieder rein, bitte. Und dann sollen sie ihr Zeug da machen. Ich würde gerne Münzen haben. Ich möchte Münzen. Ich mag Münzen. Mit irgendwas sind wir jetzt auf jeden Fall ins Plus gerutscht. Ich weiß noch nicht mit was, aber mit irgendwas. Klingt auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Oh Gott, Spawn, Alter. Okay. Respekt doch schon wieder übelst. Jetzt haben wir auf jeden Fall 100 Münzen losgeworden für was auch immer. Cool. Er verschachelt einfach die ganzen Münzen. Ich war's nicht. Er ist so der Spieler unter uns. Ja, ja, ich mach hier so heimlich so, ne? Alles auf Rot. Super Idee, ganz schlechte Umsetzung, alles auf Rot. Halt, wollen nicht. Oh, warte. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Abbrechen. Nein, ich krieg's nicht. Bam, badam, bam. Bam. Hab ich bekommen. Geil. Dann zwacke ich hier ein bisschen Kohle ab. So. Dann mache ich ein unterirdisches Laufband. Geil. So, einmal das Inventar schnell mit Eisen zugeschmissen. Safety first. Und dann bauen wir uns nochmal ein Greenhouse dazu, damit wir Holznachschub mehr nachkriegen. Weil Holz dauert anscheinend ein bisschen länger. Abisi? Ein busy? Ein kleines bisschen länger dauert Holz. Ja. Also, macht nix. Der Strombass muss weg. Nein! Ihr habt den Strombass weggerissen. Nein! Ich habe gehört, das ist schlecht. Ich habe das Gefühl, dass es schlecht ist. Das unterbricht den Strom, weißt du? Ja. Das ist denn der nicht geschlossene Kreis. So, jetzt kriegen wir auch schon mal Stahlbarren. Ach so, falls du es nicht gesehen hast, ich habe unten schon Steine gebaut, ne? Ah, hat er schon gesehen. Ne, hat er nicht gesehen. Steine? Achso, automatisiert schon, sagst du. Hier, das mit Steinbrennen und so. Das ist nice. Also hier so. Sind zwar nur 3, aber naja, wenigstens etwas. Macht ja nichts. Reicht doch. Hier wird dann Stahl produziert. Ich sag ja, du hast in der Zwischenzeit, bis ich da fertig gespielt habe, die ganze Grundproduktion schon am Laufen. Aber das war mir klar, ganz ehrlich. Ja. Das Ding ist halt doch ein bisschen komplexer. Oh. Als gedacht. Oh, wir brauchen mehr Arbeiter. Mist. Hoppala. Houston, wir haben ein Arbeiterproblem. Pass auf, das mache ich jetzt ganz einfach. Das mache ich jetzt ganz einfach. So, ich wackel dafür jetzt immer nach hier unten, weil hier haben wir ja Kohlen. Und da darf jetzt mal Gas geben. So, schmeiß mal voll das Förderband. Dankeschön. Widerlich finde ich, dass wir auch gucken müssen, dass wir uns die Lager nicht zu volljaden mit allem möglichen Kram, ne? Wir haben sogar 2 Laborer über, ist ja witzig. Das große Lager oder was? Nee, hier dieses Depot von denen. Ja, das meine ich ja. Ach so. Ach, das wird dann auch irgendwann vor. Oh, das ist ja fies. Wollt das hier irgendwann am Limit denn?
Das sehe ich jetzt. Das heißt, wir müssen das quasi auch noch aufteilen mit einzelnen Ressourcen beliefern später. Belasten. So, du produzierst mir bitte das. Du produzierst mir das. Also brauchen wir noch mehr Häuser. Bauen wir nochmal 5 Häuser. Wir sind ja gerade so schön in Gang. Hier sollten wir ja theoretisch jetzt eine Überproduktion. Wo geht das eigentlich hin, wenn wir mit dieser Überproduktion hier in Gang sind? Das war's nicht. Also, dann werden wir uns jetzt einfach hinstellen. Dann werden hier so richtig schön viele von den normalen Gebäuden bauen, die uns die grünen Supplies geben, weil da dürften wir dann ja dementsprechend auch, was ist denn los? Da dürften wir dementsprechend auch so ein bisschen Zeug dann haben, was wir kaufen und verkaufen können. So. Ah, du brauchst 4 Zivilisten. Und du hattest nur... Du hattest nur 3, okay? Geil. Ich sehe das schon, komm, ich reiß nachher den ganzen Bunker hier einmal ab und sortiere das wieder vernünftig ein. Oh, das könnte durchaus sein. So, du bitte und du bitte und du bitte auch. Du musst es mir jetzt grün, genau. Und du bitte auch, dankeschön. So. So, ihr müsstet ja dann theoretisch jetzt noch ein paar neue Zivilisten erstellen. Puh, da raucht die Birne, aber mein lieber Schwan. Katsching. Katsching. So, genau. Da brauchen wir Zivilisten für. Wir brauchen jede Menge Zivilisten hier. So, du lagerst mir das bitte dort ein. Ihr dort. Ihr da. Und ihr dort. Geil. Anstrengend. So. Eins haben wir noch, das knüppeln wir dann mal hier hin. So, du kaufst ein. Ich will aber nicht, dass eingekauft wird tatsächlich. Sondern wir wollen ja Geld bekommen. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ja Geld verdienen, wollen wir ja. Er möchte euch kein Geld geben, will er damit sagen. Ah, guck mal. Hier, da ist er doch. Och, bin ich blöd. Am Schwattmarkt kriegen wir das Zeug. Wir kriegen Kohle über den Schwattmarkt, kriegen wir. Schwierig. Wie groß ist denn deine Range? Also, flug mir weg den Bunker. Ich mag Geld. Geld ist toll. Ich möchte, dass wir ganz viel Geld kriegen. So. Hier kreieren wir dann Geld. Dann nehmen wir hier diese 0815-Püppis und nehmen ein bisschen was von deren Zeug. Du magst Geld. Ich mag Geld. Ich mag Däumchen. Ein Däumchen ist ein Träumchen. Das nenne ich Überleitung, Mann. Das ist wirklich eine geile Überleitung. Ehrlich. Eine absolut richtig gute Überleitung ist das. Oh Mann, ey. So, jetzt gucken wir mal nach, ob meine Konstruktion funktioniert oder ob ich Scheiße gebaut habe. Oh. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Ich sollte die Greifarme auch richtig rum ansetzen, weil sonst lagern sie nicht ein. Ja. Macht Sinn, oder? Ja, doch, das könnte Sinn ergeben, definitiv. Oh. So, Kollege, die Abbaudrohnen sind automatisiert. Es dauert, hat mir einfach viel zu lange gedauert. Wie geil. Meine Güte. So, und wir kriegen jetzt auf jeden Fall Geld nach, weil wir die Grundproduktion, ich habe ja von diesen grauen Einkaufskörben habe ich jetzt 2, 4, 6, 8, 9, 10 Hütten. Und habe jetzt nochmal 5 Hütten hingestellt, die das Zeug einfach nehmen, plus die Arbeiter, und wir kriegen dafür Geld.
Das heißt, jetzt sollten wir langsam mal sicher Richie Rich werden hier. Ich sehe gerade ein ganz anderes Problem. Kekse? Auch. Oh, ich auch. Ich habe vergessen, Steine nachzufüllen. Was hast du denn so für ein schönes Problem? Wir haben kein Eisen. Wir brauchen mehr Arbeiter. Wie gut, dass ich sie gerade automatisiert habe. Hey! Aber du hast das doch automatisiert. Perfekt. Also brauchst du quasi eine zweite Hürde für die Arbeiter hier und neue Arbeiter, weil zu wenig Zeug nachkommt. Hey, warum? Nö. Ich baue... Wieso? Hier passen noch 100 Stück rein. Ach ja! Abbruch. Also, hallo? Easy? LOL. Was denn? Wie lange sagtest du, wollt ihr dieses Eisenfeld halten? Ich weiß nicht, wie viele Millionen hatten das Ding? Das Ding hat 11. Das ist nicht viel. Oh Mist. Also halt ihr schon mal immer 100 Mitarbeiter, hätte ich beinahe gesagt, Bauarbeiter in der Hinterhand, weil wir haben hier noch 15 Millionen, wir haben noch 14 Millionen und noch 13 und dann dürfen wir expandieren. Yay. Und ich hab schon Max. Was ist denn hier los? Oh Gott. Knusper, knusper, Knäuschen, ne? Ja, krass. Ja, schwierig. Soll ja auch nicht allzu langweilig werden, gell? So, wo hapert's bei dir? Ah. Warum baust du immer nur ein? Interessant. Das ist echt interessant. Aber na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch für diese Folge. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer weiteren Folge wieder, wo wir hier die Kolonie dann wahrscheinlich mal ein bisschen erweitern werden. Um mal zu gucken, wo die ganze Reise hier so hinführt. Wir werden auf jeden Fall noch umbauen müssen, das weiß ich jetzt schon, weil das wird vom Platz her nicht reichen. Wir brauchen mehr, aber am liebsten zehnfache Größe und so. Und wir müssen anscheinend auch anfangen, die ganzen Bombs hier hin und her zu schubsen und Depots einzeln zuzuweisen, damit sie an ihr Zeug reinkommen. Das ist jetzt quasi so die Vermutung. In dem Sinne, genau, Däumchen, wenn Träumchen, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, kommentiert, abonniert und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, tschüss. Oh.